Auf unser weiteres Eheglück. Eine Kreuzfahrt mit der AIDA. Ich freue mich, dass der Landschaftspark 20 wird. Dass er besser wird wie der letzte Jahr. Ja, das frage ich mich. Erstmal schon mal auf unseren Urlaub mit unserem Enkel. Und zwar habe ich ein Konzert mit einer Gruppe, in der ich spiele. Das wird ganz toll, denke ich. Ein nettes Miteinander mit jemandem. Worauf? Dass heute schön ist. Auf Urlaub, das ist ja wahrscheinlich das meiste. Und natürlich Gesundheit, die braucht man auf jeden Fall. Ne? Auf meinen nächsten Geburtstag zum Beispiel. Ja, natürlich, Urlaubsreisen sind schon geplant. Eine große Fahrradtour. Ich mache eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Und ich schreibe im Mai rum meine Examensprüfung und dann geht mein Anerkennungsjahr los. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Fußball-WM, klarer Fall. Es gibt durchaus Perspektiven, aber nichts, wo ich mich ganz besonders drauf freue. Auf unseren neuen Urlaub. Da freuen wir uns jetzt drauf. Auf den Sommer. Auf den Sommer. Das ist das Einzige, worauf ich mich freue, obwohl wir keinen richtigen Winter hatten. Aber auf den Sommer freue ich mich, auf meinen Urlaub. Ja, dass ich gesund bleibe, dass ich noch arbeiten kann und darf. Und ich freue mich, dass ich mit 93 Jahren noch gut dabei bin. Ganz besonders. Eigentlich, ich freue mich immer. Jeden Tag. Wenn Duisburg noch schön bleibt, dann freue ich mich auch. Ich denke, wenn alles so weitergeht wie bisher, bin ich eigentlich ganz zufrieden.